Das ist aber ein bisschen. Ja, wenn man natürlich Waren transportiert, dann muss man die auch irgendwie verteidigen. Und eine der vier großen Erfindungen der Chinesen ist ja das Schießpulver, das sie nicht nur für Feuerwerk verwendet haben, auch wenn sie sich gerne dafür rühmen, dass sie ja so schrecklich friedlich sind und Schießpulver nur zum Spaß erfunden haben. Nein, man hat es natürlich auch für Waffen verwendet. Und hier sehen wir zum Beispiel die Rohre von Musketen aus der Ming-Zeit. Auch damals gab es natürlich schon Piraten, von daher war es auch gar nicht so abwegig und so blödsinnig, dass man sich natürlich diese Technik zunutze gemacht hat, um dann natürlich auch Waffen aus herzustellen. Das ist jetzt nichts, wo man sich großartig für schämen müsste. Meine Güte, hat man halt Schießpulver erfunden, kann man auch viel Schabernack machen, kann man aber auch relativ viel Schaden mit anrichten. Diese Objekte, die wir hier sehen, waren ganz sicherlich dafür da, um Schaden anzurichten und nicht um sich einen Spaß zu erlauben und zum Neujahrstag einfach mal ein bisschen die Knaller losgehen zu lassen. Ich werde mal ganz kurz die Kamera bewegen, wo wir gerade bei vier großen Erfindungen der Chinesen sind. Ab der nördlichen Song-Dynastie gab es auch Kompasse. Hier ist einer, da steht auf dem Schild nicht drauf, von wann er ist. Und der sieht auch nicht so alt aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der Kompass ist unter anderem auch eine der vier großen chinesischen Erfindungen. Sonst gehören dazu auch noch Seide und der Tee. Wobei das immer so ein bisschen, also man sagt immer, ja, es gibt vier große chinesische Erfindungen. Chinesen waren schon allgemein recht erfinderisch und haben mehr als vier Sachen erfunden. Also manchmal sind in dieser Zählung halt auch andere Sachen enthalten. Papier zum Beispiel wird auch manchmal mit dazu gezählt. Ist alles nicht so ganz einfach. Aber sonst grob kann man sich merken, Kompass, Schießpulver, Seide und Tee. Und hier ist halt der Kompass von wann auch immer. Was zum Handeln natürlich auch unerlässlich war, waren Gewichte, wenn man irgendwie lose Materialien gehandelt hat, wie zum Beispiel Gewürze. Das ist ja nicht unbedingt so, so ungewöhnlich. Und hier haben wir ein Set von verschiedenen großen oder verschiedenen schweren Gewichten. Es gab auch sowas Ähnliches wie das Eichamt. Es gab auch damals schon einen Zoll, wo man halt Gebühren für das Handeln entrichten musste, wo halt die Gewichte jeweils geeicht wurden. Und hier haben wir halt ein Set von verschiedenen Gewichten, verschiedener Größen aus der Qing-Zeit. Ich gehe noch mal ein bisschen nach links. Aus der Tang-Zeit stammt dieser Silberbarren und da steht auch ein Text drauf, und zwar der Nennwert des Barrens und dann noch ein anderer Text, der besagt, von wem der ausgegeben wurde, halt als Legitimation, dass es auch wirklich ein offizieller Barren irgendwie ist zur Messung. Das ist, wie gesagt, das ist ein Silberbarren, stammt aus der Tang-Zeit, ist doch schon relativ alt und dieser hier hat einen Wert oder ein Gewicht von 50 Liang. Ein Liang sind ja 50 Gramm ungefähr. Oder ich weiß nicht, ob früher ein Liang auch schon 50 Gramm waren, aber heutzutage sind 50 Gramm. Kann sein, dass es da eine Änderung gab und dass es früher irgendwas nahe bei 50 Gramm war. Aber auf jeden Fall ungefähr bei 50 Liang sind es dann 2,5 Kilo Silber ungefähr. Also hier auch ein geeichter Silberbarren aus der Tang-Zeit. Hier sehen wir verschiedene Münzen. Ich glaube, da kann ich so nah dran gehen, wie ich möchte und man wird nicht so sonderlich viel erkennen. Vorne die beiden, die aufgestellt sind, sind spanische Münzen. Die Spanier haben ja hier in
Asien auch Handel getrieben. Die waren ja nicht nur in Südamerika aktiv als Kolonialmacht. Die Philippinen waren ja zum Beispiel auch eine spanische Kolonie. Und entsprechend haben wir hier zwei spanische Silbermünzen, die rechte aus dem Jahr 1770 und die linke aus dem Jahr 1771. Und hinten, die liegen jetzt, ich hoffe, man kann es trotzdem sehen, ich versuche einfach doch mal dran zu zoomen, haben wir Geld aus Vietnam, hier auf der linken Seite. Doch, man sieht so ungefähr. Das sind auch Lochmünzen, genauso wie sie in China üblich waren. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen nach rechts. Und das hier sind ebenfalls Lochmünzen, diesmal welche aus Japan. Die vietnamesischen stammen aus dem 15., die japanischen aus dem 17. Jahrhundert. Und wenn man sich jetzt fragt, warum die dieselben Münzen wie die Chinesen haben, klarer Fall, das liegt daran, dass die beide, also sowohl Vietnam als auch Japan, von der chinesischen Kultur beeinflusst waren und auch das Münzwesen von den Chinesen übernommen haben. Entsprechend sind die Münzen auch so gefertigt und gearbeitet wie die chinesischen Münzen. Im Gegensatz dazu, die dreht sich jetzt ein bisschen dumm, nehmen wir mal diese hier. Im Gegensatz dazu sehen wir halt bei der spanischen Münze, dass es eine Münze ist, so wie wir sie kennen, ohne Loch in der Mitte. Die ist halt einfach von beiden Seiten geprägt und trägt aber kein rundes oder quadratisches Loch in der Mitte. Ich sage extra rundes, es gibt auch Lochmünzen mit runden Löchern in der Mitte, allerdings nicht hier. Das heißt also wirklich, die chinesischen Münzen und die davon beeinflussten vietnamesischen und japanischen Münzen haben alle ein quadratisches Loch in der Mitte.